von Level 19 auf die letzte Stufe 20 zu gelangen, müssen wir innerhalb der Region Infinity in weniger als 40 Sekunden 10 Gegner töten. In Infinity sind wir bereits. Dann müssen wir schnell einen Gegner im Nahkampf, zwei mit verschiedenen Schusswaffen und einen mit Sprengstoff töten, in einer beliebigen Reihenfolge. Und dreimal einen Gegner mit einer Granate aus weniger als 15 Metern Entfernung. Ich denke, das kriegen wir alles hin, wobei ich bei dem zweiten da mit den vielen verschiedenen Dingen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Das wird hart. Das benötigt ein bisschen Planung, glaube ich. Aber ich bin jetzt hier erstmal am Flughafen von Aurora in Infinity, um dort eventuell 10 Gegner zu töten innerhalb von weniger als 40 Sekunden. Der Nerf der Drohnen, der ist so gut. Früher wäre das hier nicht möglich gewesen. Da wäre die Drohne nach dem ersten Schuss irgendwo hingeziescht. Und dann wäre es das gewesen mit der Verdecktheit. Und wenn sie nicht irgendwo hingeziescht wäre, wären alle Wachen im Umkreis von der Explosion erschrocken gewesen. Da auf dem Dach waren wir doch schon mal für sowas zu machen, ne? Da will ich nochmal hin. Haben wir hier irgendwo ein Heli? Bestimmt. Ich meine, es ist hier der Flughafen, oder? Gibt's doch bestimmt. Da hinten ist ein Heli und da ist auch ein Eingang. Ist ja perfekt. Ein so ein Dach würde auch gehen, theoretisch. Wenn es da keiner entdeckt. Allerdings haben wir da hinten einen Scharfschützen. Den kriegen wir besser von dem Turm, von dem Gebäude hier aus. Ich könnte auch auf den Turm gehen, aber ich habe noch den Unterlaufgranatwerfer von der letzten Herausforderung noch drauf. Also mit dem können wir auch arbeiten. Ich meine, es muss in der Region Infinity sein. Wir haben da gar keine andere Wahl. Wir haben hier allein 5 Stück, die hier rumlaufen. Da stehen noch 2. Da halt er noch, wären dann 3. Und hier noch 2. Und da ist auch noch einer. Ist andere ein Zivilist oder ein Outcast? Ach, markiert er mir gar nicht, alles klar. Wo gehen wir hin? Da ist auch noch ein Scharfschütze. Gut zu wissen. Diesen Gebäuden hier sind keine. Das ist auch gut. Ich könnte es versuchen. Da so auf eins von den Gebäuden dazu kommen. Oh, guck mal, da ist eine Tür. Da kommen wir allerdings nicht weit. Ein bisschen low profilen. Kann ich da drüber springen? Das wäre genial. Nee, schade. Oh. Ja, ja, hier ist niemand. Nur ein Geist. Nur ein Geist ist hier. Ich habe halt echt nicht viel gescoutet jetzt, ne? Ding, ich muss halt auch aufpassen, dass mich die Scharfschützen nicht entdecken. Vor allem nicht, wenn ich da aufs Dach hochklettere. Oder mich halt irgendjemand anderes entdeckt. Das wäre halt echt ungünstig. Ist da jemand drin? Ich sehe keinen auf Anhieb. Ja, so geht meine Entdeckung genau nur mit. Ich kletter jetzt einfach da hoch und hoffe, dass mich niemand dabei entdeckt. Okay, oben sind wir schon mal.
Mach den Schalldämpfer ab. Einfach um mehr Schaden zu verursachen. Da hinten der andere Scharfschütze. Aufpassen. Es ist halt schwierig jetzt hier. Am besten wäre es, wenn ich irgendwie dahin käme. Allerdings kann ich dort gut entdeckt werden. Ich muss schon aufs Dach. Sonst sehen die mich noch durch den Boden. So, was wir brauchen, sind auf jeden Fall die Simultanschuss-Drohnen. Die könnte ich... Ne, ist zu weit weg. Schade. Dann nehmen wir den hier. Der Ping geht sowieso nur 150 Meter. Oh, 140 Meter ist der, okay. Den Heavy würde ich gerne nehmen. Eigentlich. Ah, huch, ich nehme die beiden. Wobei, wir haben noch den anderen Scharfschützen. Ich muss aufpassen. Komm, ich nehme den. So, und damit hätten wir drei. Wie viel brauchen wir? 40. Gut. 10 in 40 Sekunden. Ah, oh, es kommt da hinten gerade der Scharfschütze. Oh, weg, 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 weg. Ich glaube, den Scharfschützen sollte ich mit als erstes töten. Weil die da unten... Okay, sollen wir es angehen? Hier ist nichts Verdächtiges. Ja, hier auch gesichert. Ist nur der komische Knopf von dem Arzt gewesen. Der neue Scharfschütze. Wolltest du mal sowas ähnliches? Hier ist niemand. Wer wäre auch so dumm? Ja, ja, such einfach weiter. 2, 3. Was ist denn? Ja. Ich sehe sie nicht mehr. Der Scharfschütze. Oh, wir haben es schon geschafft. Achso, wir haben es schon geschafft. Nice. Oh, guck mal, er da. Mutig. Mörser. Nice. Das war erstaunlich einfach. Aber hier sind auch echt verdammt viele Gegner. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt, dass mir das... Das entfernte, erweiterte Magazin, also das 100-Schuss-Magazin, das habe ich ja entfernt, dass mir das jetzt in den Hintern beißt, dass ich das weggemacht habe. Aber war alles gut. Nice. So, was müssen wir jetzt tun? 2 Gegner mit einer Granate, ist weniger als 15 Meter Entfernung. Oh, falsche Taste. Ich wollte ankochen, da abkochen, wie es heißt. Jetzt bin ich natürlich weggegangen, ich Heini. Ja, ich denke, wir gehen wieder an. Wir hauen mal rein. Oder sollen wir versuchen, einen Flieger zu kriegen? Das klappt sowieso nicht, wir sterben dabei. Den da zum Beispiel. Aber egal, wir versuchen es trotzdem. Ja, genau. Zieh dir erstmal ganz gemütlich den Fallschirm aus. Bum, bum. Das ist mir so unbegreiflich, dass so verschiedene Aktionen so ultra langsam ausgeführt werden. Fallschirm ausziehen, Pistole ziehen, wenn man jemanden auf die Schulter genommen hat, die Waffe nochmal ziehen, nachdem man jemanden abgelegt hat. Ja, das ist ätzend. So, wir können den Schalldämpfer wieder draufpacken. Und jetzt da vorne. Ich meine, Gegner sind eigentlich auch die bösen Drohnen. Beziehungsweise sogar die Ausweisprüfdrohnen sind Gegner. So war es bisher zumindest immer. Und... Jo, das heißt, wir könnten da ganz easy schon mal einen machen. Dabei werden wir zwar entdeckt, aber... Haben wir die noch ausgerüstet? Ja. Ja, siehst du, war einer.
Hat das irgendjemand irgendwie so richtig mitgekriegt? Nö, nicht so richtig. Ja, wie sieht er mich denn? Ah, toll. Ja, genau, komm du mal dahin. Das war Nummer 2. Ich werde dich, Granate, alle Mann runter! Und das war Nummer 3. So, jetzt wird's schwierig. Einen Gegner schnell im Nahkampf, einen mit Sprengstoff. Und zwei mit zwei verschiedenen Waffen, also Pistole und Gewehr in dem Fall, in unserem Fall. Schauen wir nochmal Schalldämpfer ab. Und eine Pistole vielleicht auch gerade. Wie machen wir das? Mit einer Blendgranate vielleicht am besten. Das Problem ist für mich der Sprengstoff, theoretisch. Wobei, ich hole, oder... Ich probiere es mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht soll... Oder ich hole mir noch ein Auto mit. Ob ich vielleicht soll einen... die MK2-Variante vom C4 nehmen. Weil die einen größeren Radius hat und die Gegner dann nicht so einfach wegrennen können. Ich möchte das gerne mit einer Vierer... Moment. Ich möchte das gerne mit einer Viererpatrouille regeln, die noch nicht weiß, dass ich da bin. Wo ist der? Da hinten. Ich bin ein Häufchen Elend. Ich bin ein verletztes Häufchen Elend. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ziemlich lange gebraucht, um abzudrücken. Das war aber meine Schuld. Der schwankt. Wenn man verletzt ist und dann die Pistole zieht, schwankt. Schwankt, was? Wie? Tatsächlich, Internet war wieder mal kurz weg. Ich habe das seit kurzem irgendwie, also so seit 2-3 Wochen, da ist zwischendrin immer mal das Internet kurz weg. Ich weiß auch nicht. Also nur so für 1-2 Sekunden und dann ist wieder da. Ich weiß auch nicht, ob es am Router liegt, an meinem Rechner oder am Kabel, weil ich bin nicht mit WLAN drin. Das wollte ich eigentlich mal noch testen. Das mache ich dann Montag, Dienstag. Ich hatte sowas schon mal, nur halt noch viel öfters. Und da hat sich rausgestellt, dass das Kabel schlecht war. Es war irgendwie ein 20 Meter Kabel oder so und... Ja, 5 Meter hätten gelangt, hätten gereicht. Dann habe ich mir ein 5 Meter Kabel geholt und dann war das eigentlich weg, aber jetzt ist es irgendwie wieder da. Vielleicht genügt es ja auch schon, das Kabel mal raus und wieder rein zu machen. Aber ich gehe jetzt mal zum Biwak. Denn da sind wir näher an der Straße dran. Bis ich jetzt gelaufen bin, bis zu der Straße da, vergeht mir zu viel Zeit. Außerdem will ich wieder, dass es hell wird, denn die Sonne geht schon langsam unter. Und nachts möchte ich das nicht unbedingt machen. Und Munition auffüllen ist eh nie verkehrt. Munition aufgefüllt. So. Dann wieder raus und zwar... 10.36 Uhr. Im Spiel ist dann wahrscheinlich gerade so 10 oder so. Schauen wir mal. Ja, 9.52. Ungefähr eine Dreiviertelstunde vor der Zeit. Also 40 Minuten. So. Welche Richtung ist die Straße? Da gibt es keine Patrouille. Die Straße ist da hinten. Was haben wir denn hier? Ausgebrannten LKW. Da gibt's sonst nichts. Hier sind nur Wege. Da ist die Straße.
Da hinten. Trick 17. Trick 17 für Orientierungslose. Wobei, warum mache ich immer den Schalldämpfer wieder drauf? Ich meine, das wird eh nicht leise vonstatten gehen hier. Ich brauche auf jeden Fall eine Viererpatrouille. Dann schaue ich nach, wo die... Also wo deren Wendepunkt ist. Ist das zufällig eine? Eins, zwei... Hier gibt's auch nichts zu melden. Drei? Seit wann sind Commander bei der Patrouille dabei? Leider nur drei. Schade. Also dann schaue ich, wo deren Wendepunkt ist und dann lege ich dort ein C4 hin. Wenn sie kommen, mache ich eine Blendgranate, töte einen mit Pistole, einen mit Gewehr, einen im Nahkampf und zünde dann das C4. Auch wenn ich selbst dabei drauf gehe, das wäre nicht so schlimm. Hoffe ich. Wobei, es wäre doof. Ja, komm, ich mach die Patrouille hier weg. Wobei, es wäre doof, weil dann das Schild nicht mehr angezeigt wird. Die Benachrichtigung oben in der Mitte vom Bildschirm. Dass wir es geschafft haben. Ich brauche die ja für die Thumbnails. So, ich glaube, wir gehen dafür wieder hier zu meinem Lieblingspunkt. Ja, Heeresforst. Sag immer Forst, weil Forest ist ja Forst, ne? Ein Wald halt. Ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass wir es schaffen. Es darf uns halt niemand anderes da zwischenfunken. Und wir brauchen halt auch erstmal eine Patrouille mit vier Leuten. Da ist eine mit vier Leuten. Sehr schön. Dann setzen wir uns mal irgendwo in einen Busch. Hier zum Beispiel. In eine schöne Blume mit roter Blüte. Und dann schauen wir mal, wo die drehen. Es wird dann wahrscheinlich sehr lange dauern. Was auch wichtig ist, dass genug Deckung für mich da ist, dort wo die drehen. Weil es sonst nichts wird. Vielleicht muss ich auch, nachdem ich die dann mit den Schusswaffen getötet habe, nochmal eine Blendgranate werfen. Damit die zwei übrigen dann noch geblendet bleiben, damit ich einen im Nahkampf nehmen kann, nochmal wegkomme, weil so ein Nahkampfkill dauert hier ja ewig. Hier ist nichts und niemand. Ja, verstanden. Hier drüben bewegt sich auch nichts. Bei Wildlands konnte man so easy ein komplettes Lager im Nahkampf ausschalten, weil der Nahkampf halt so super schnell war. Einfach Messer rein, fertig. Oder Knick gebrochen, fertig. Ich weiß, dass man Knick nicht so einfach brechen kann, weil man da, ich habe mal gehört, man braucht dann ungefähr ein Körpergewicht als an Kraft. Man muss ungefähr ein Körpergewicht als Kraft an Kraft aufwenden, um Knick zu brechen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hab noch kein Genick gebrochen. Ist da hinten auch noch eine? Ja, das sind auch noch vier, also fünf sogar. Also falls es mit denen nicht klappt, da klappt es auf jeden Fall. Das Problem ist, da ist halt jetzt echt kaum Deckung. Ich hätte ja gerne einen Busch als Deckung. Da muss man erst halt ein bisschen geduldig sein. Aber ich meine, es ist die letzte Herausforderung hier. Aber ich meine, selbst wenn sie da, wobei, wenn sie da hinten drehen würden, da ist ein Busch. Da könnten wir uns vielleicht reinsetzen oder da. Und hier hätten wir noch das Problem, dass wir hier die Kreuzung haben, wo andauernd irgendwelche Autos vorbeikommen. Aus drei Seiten können da, aus drei Richtungen können da Autos kommen. Und da halt nur aus zwei. Und da, also ich habe überlegt, ich könnte hier in Deckung gehen, aber dann habe ich halt die komplette Straße hier im Rücken und wenn da halt ein Auto kommt, das
wäre schlecht. Wenn mich da hinten ein Scharfschütze oder sowas sieht, wäre natürlich auch schlecht. Aber warten wir mal ab, wie weit sie überhaupt gehen. Ich hoffe, bis da. Alles ruhig hier. Ja, verstanden. Hier drüben bewegt sich auch nichts. Dum, 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 dum. Also wenn ich mit jemandem auf Patrouille wäre und der andauernd sagen würde, also hier draußen rührt sich nichts, da ist, ich würde wahnsinnig werden. Mein Bereich ist auch sauber. Ich meine, so wie ihr lauft, habt ihr keine Bereiche. Keiner schaut zur Seite. Okay, also bis kurz vor dem letzten Poller da vor der... Vor dem, was auch immer das ist. Ich habe noch nie jemanden so langsam arbeiten sehen. Echo wartet auf uns. Willst du einen Gewehrkolben gegen's Kinn? Halt die Klappe und lass mich arbeiten. Viele sind das denn? Nur so aus Interesse? Nur drei, okay. Kein Kontakt! Köpfe einziehen! So, ich hoffe, die Patrouille hat nichts mitgekriegt. Nee, wunderbar. So, ich rüste schon mal das T4 aus. Hoffen wir, das klappt. Oh, es wird knapp. Ziemlich lange gebraucht, um hierher zu kommen. So, die drehen hier. Ich lege hier weiträumig ein bisschen aus. So, kann ich. Sitze ich hier in Tarnung? Ja, da sitze ich in Tarnung. Okay. Schade, dass die Zeit nicht verlangsamt wird, während man das Auswahlrad hier offen hat. Das wäre ganz nett. Wir haben hier unsere C4s. Pass auf, so wie ich mein Glück kenne, wenn die da vorne sind, seit wann kann man denn weiter als 150 Meter markieren? Ach, 300 Meter kann man markieren. Kann man pingen. Okay. Ich dachte, das wären 150. Okay. Ach, toll. Die kommen ja gerade richtig. Also was ich sagen wollte, bei meinem Glück, wenn die gerade da sind, kommt irgendein Auto, schneidet die Kurve und überfährt einen von denen. Das wäre so bitter. Oh mein Gott, gib Gas. Ich kann nichts machen, bis der Konvoi weg ist. Aber ich vermute, die biegen rechts ab. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Konvoi gesehen, der von der Straße kam. Immer nur von da. Naja, warten wir es mal ab. Jo, siehst du, die gehen da hinten, fahren da hinten lang. Vielleicht sollte ich dir... Stell das Gewehr auf Einzelfeuer. Eigentlich kann ich die Pistole doch auf den Schalldämpfer draufknallen. Ja, da steht nur schnell hintereinander. Da steht jetzt nicht irgendwie innerhalb von 3 Sekunden oder sowas, wie das vorher mal war. Ich fühle mich mit Schalldämpfer einfach wohler. Komm Leute, legt einen Zahn zu. Aufpassen, dass die Drohne nicht entdeckt wird. Da bin ich. Ich bin eine Blume. Ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Das Gute ist, dass sie dann relativ nah beisammen stehen. Kann natürlich auch zum Nachteil werden.
Erst Pistole, dann Gewehr. Hier ist nichts zu sehen. Hier drüben ist auch alles friedlich. Ah, shit. Ah, Lenk! Noch eine. Leute, da drüben Was? Ist jemand! Was? Ich hab getroffen! Was? Was? Gut, hallo? Warum macht ihr denn keinen Nahkampf? Wie oft soll ich noch F drücken? Oh, das da wird's. Okay, ich geh rein. Das da wird nix. Das hat nicht gezählt. Hätte mich auch stark gewundert, wenn das gezählt hätte. Okay, gut zu wissen, wenn man geblendet ist, kann man keinen Nahkampf machen. Und scheinbar kann man Gegner nicht zweimal hintereinander blenden. Ja, ja komm hier, mach mich mal platt. Komm, mach mich platt. Hey, wir werden angegriffen! Ich rücke weiter vor! Boom, Schwarze! Ja, komm. Aber gut zu wissen, dass man Gegner nicht zweimal hintereinander blenden kann. Denn, also der eine war noch geblendet. Aber der, den ich im Nahkampf nehmen wollte, der hat schon wieder auf mich geschossen. Noch bevor ich bevor mein Blendeffekt weg war. So dass ich den nochmal hätte nehmen können. Nochmal im Nahkampf hätte töten können. Jetzt brauchen wir natürlich eine neue Patrouille. Toll. Ach stimmt, da hinten wäre noch eine gewesen. Ach Mist. Vergessen. Ich meine, ich könnte mich ja so lange töten lassen, bis hier wieder eine Patrouille ist. Ich meine, theoretisch ist das ein probates Mittel, oder? Überfahr mich bitte. Fahr doch weiter. Sorry, aber. Ihr habt es nicht anders verdient. Ich wollte überfahren werden. Ein Shotgunner. Tot. Es dauert immer so lange, ne? So Nahkampfangriff, keine Ahnung. Gefühlt 5 Sekunden. So. Wieder Patrouille da? Nee? Schade. Schnellreise. So kann man die Welt ja auch theoretisch neu laden, ne? Ich brauche eine Patrouille. Da ist nix. Ist keine Patrouille mehr da, oder wie? Oder was? Oder warum? Oder wieso? Oder weshalb? Oder wie? Oder was? Drei Gegner. Ich glaube, schnell hintereinander ist das tatsächlich mit einem Ding am einfachsten. Mit einer Vierer-Patrouille. Da hinten ist eine Patrouille, es sind aber nur drei. Einer davon Drohnenpilot. Stark gespawnt. Eine quasi Motorradpatrouille. In Dingens will ich das nicht machen. Ich vergesse, wie die Insel heißt. Auf der Raid-Insel will ich das nicht machen, weil dort sind die meisten Patrouillen also die größte Patrouille, die ich gefunden habe bisher, waren Top 3. Ich brauche eine Vierer-Patrouille. Sind das nur drei? Verdammt! Da noch irgendwo. Diesmal nicht. Gut, machen wir das Ganze nochmal. Ich meine, kostet ja nichts. Und geht schneller, als sich immer selbst zu töten. Oder töten zu lassen. So, wenn jetzt keine da ist, dann schnappe ich mir mal ein Auto und... Da? Immer noch die drei? Okay, die Welt ist nicht neu geladen. Auch gut. Dann schnappe ich mir jetzt ein Auto und fahre einfach mal an der Straße entlang. Irgendwo wird es ja eine geben. Eine Viererpatrouille. Nein, die sind jetzt auch
hier auf der Hauptinsel zumindest nicht so schrecklich selten. Tut. Ich fühle mich doch schon wieder. Seht ihr das? Sobald die zur Hälfte weg sind, die Container oder die Waggons, werden sie nicht mehr gerendert. Oh, da kommt ein Auto, wie gerufen. Sind wir hier? Wieder nur ein Dreierpatrouille. Leider. Ah, komm du mal ein bisschen näher. Ich weiß, dass du anhältst und mich nicht überfährst. Nahkampf geht ja ganz gut, denn die Nahkampftaste ist eine andere wie die Einsteigtaste. Nur greifen geht nicht so gut. Da will nur mit irgendjemandem einsteigen, das haben wir ja schon mal festgestellt. So, dann fahren wir mal. Fahren wir mal erstmal hier geradeaus. Wenn da nichts kommt, fahren wir wieder zurück. Irgendwo wird eine sein. Davon bin ich überzeugt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Happy Hippo. Ja, ach, oh, na gut, ja, gut. Wenn da so ein Toter hinten raushängt, gut. So, wie viele? Gar keine. Das sind nur Poller, das sind keine. Das sind keine Menschen. Aber generell finde ich es ziemlich unrealistisch, dass halt die Gegner immer direkt wissen, dass es ein Feind im Fahrzeug ist. Es war in Wildlands um einiges besser. Es sind nur zwei sogar. Nein, drei. Keine Meldung von mir. Wir auch. Es gibt nichts zu berichten. Genau, sehe ich auch so. Das sehe ich ganz genauso. Gibt nichts zu berichten. Was cool wäre. Das waren aber auch nur drei, okay. Was cool wäre, wäre, wenn die Wachen so ähnlich wie bei. Payday miteinander kommunizieren oder mit einer Zentrale oder so. Und dann halt auffällt, wenn einer sich nicht meldet. Ich glaube, das war auch schon mal so ähnlich bei Splinter Cell. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass wenn halt eine Wache sich dann nicht mehr irgendwie alle 5 Minuten oder so meldet, so auf ihrem Patrouillenweg, keine Statusmeldung mehr durchgibt. Wie viele? 3. Und da kommen halt andere Wachen dann und schauen nach, was da los ist. Könnten dann hier zum Beispiel mit dem Auto angefahren kommen oder so. Ist ja cool. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass da sowas in der Richtung noch kommt. Breakpoint ist voll mit verschenktem Potenzial. Sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das hier bringt nichts. Denn irgendwie kommen wir nur. Also, wir haben jetzt irgendwie 4 Patrouillen gehabt oder so und die waren alle nur zu dritt. Vielleicht hatten wir eben nur Glück. Aber ich hatte hier an dieser Stelle schon öfters Patrouillen mit 4, 5 Leuten. Wieder nur 4, 3. Ach Mann. Nur weil ich eben nicht dran gedacht habe, dass da hinten noch eine andere Patrouille lief. Hier. Ist jetzt auch, aber wieder nur 3. Da gehen wir einfach mal woanders hin. So an dieser dicken Straße da. Das ist eigentlich die Hauptstraße, ne? In meinem Tutorial. Zu den Materialien habe ich gesagt, dass da eine T-Kreuzung mit Hauptstraßen, aber die gelben Straßen sind keine Hauptstraßen. Das war ein Fehler. Ja, mein Stuhl knarzt. Dafür habe ich nichts dafür bezahlt.
So. Dalle. Und ich bin sehr froh mit dem Stuhl. Denn mein alter Stuhl, das war ein normaler Bürostuhl. Der ist. Da ist ein Bein abgebrochen. Also so ein Bein, wo eine Rolle dran ist. Ist einfach auf einmal abgebrochen und ich habe auf dem Boden gelegen. Das hier ist zumindest ein Gaming-Stuhl. Ist auch eigentlich recht bequem. Und ich habe ihn überlassen gekriegt. Von der Schwester meiner Freundin, die vorher hier gewohnt hat, wo wir jetzt wohnen. So, ich setze mich jetzt hier in den kleinsten Busch, den ich finde. Wir sind tatsächlich getarnt. Das ist doch ein Witz. Oh, das ist Pfeffer. Pfeffer. Nein, doch kein Pfeffer. Oder Kaktus. Ist Kaktus eine Pfefferpflanze? Ich weiß es gar nicht. Kaktus. Pfeffer eine Kaktuspflanze, so meine ich. So, schauen wir mal hier. Keine Patrouillen weit und breit. Keine. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber ich bin davon überzeugt, dass mein Plan funktioniert. Und dass es ein guter Plan ist. Im Gegensatz zu dem Plan, von dem ich zuletzt überzeugt war, dass es ein guter Plan ist und dass es funktioniert. Nämlich bei den 10 Gegnern. Innerhalb der Kampfgeisttechnik. Das gibt's doch nicht. Keine Patrouille hier. Dann eben nochmal zurück zum Heeresforst. Forest, Entschuldigung. Da wird doch jetzt wohl immer nochmal so eine blöde Viererpatrouille spawnen. Kann doch nicht sein hier. Gut, Alternativ spawnt halt gar keine Patrouille. Da läuft jemand. Aber auch wieder nur 3. Mann. Ich habe eine Idee. Da können wir sogar hier bleiben. Und zwar an den Ort, an dem ich meinen letzten guten Plan hatte, der nicht funktioniert hat. Aus der letzten Folge, der mich zum Rage Quit gebracht hat. An diesem Ort. Wenn ich es schaffe, da auf das, na gut, auch nicht aufs Dach unbedingt zu kommen, aber in das Gebäude zum Beispiel. Dann. Also halt einfach irgendwo hin, wo ich nicht entdeckt werde und wo ich nah genug an den Gegnern dran bin. Könnte ich es dort schaffen. Denn dort patrouillieren, da weiß ich ungefähr, wo die Gegner patrouillieren. So ungefähr. Wie viele? 3. Scheiße, sie greifen! Und ja, da kann ich an den Patrouillenwegen relativ gut. Oh oh. Relativ gut C4 platzieren. Beziehungsweise halt in den Gebieten, wo die. Wo die. Nichts. Wir sind so gut wie tot! Ich lass mich aussteigen! Oh Gott. Na ja, toll. Sterben wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Das war nicht Teil des Plans. Dafür wäre ich ja jetzt schon wieder versucht, da nach hinten nochmal nach einer Patrouille zu gucken. Ich wollte nicht sterben. Mann. Komme ich mit der Drohne so weit? Ja, nein, vielleicht. Wobei die horizontale Reichweite der Drohne ist absolut insane. Nur die vertikale ist nicht so berauschend. Ist das hier? Bin ich hier richtig? Ja. Ja. Aber keine Patrouille hier.
Und hier? Auch nichts. Gut, dann rücken wir weiter vor. Zu dem Ort, der da vorne ist, den ich eigentlich will. Nein, der ist nicht da, sondern da. Aber trotzdem von der anderen Seite. Denn der Haupteingang ist keine gute Idee. Wegen dem Geschützturm. Ich könnte aber auch mal gerade noch da reingucken, wie es da aussieht. Da ist ein Kampfheli. Ach, das ist das Drohnentestgelände. Ja, natürlich ist ein Kampfheli. Das ist immer ein Kampfheli. Da gehe ich aber nicht hin. Zu viele Drohnen. Was ist denn hier passiert? Da war jemand besoffen. Wie diese eine Stelle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo sie ist. Ich habe mal auf Twitter und vielleicht sogar auf Instagram, weiß ich gar nicht, aber auf Twitter auf jeden Fall mal ein Bild gepostet. Da war die Straßenmarkierung, also war so ein großer Felsbrocken. Der lag so hier, so an so einem Straßenrand da. Und da war einfach die Straßenrandmarkierung, war einfach über den Felsbrocken gemalt. So, ich bleibe einfach mal hier sitzen. So, wir haben hier unsere Patrouillen. Ich würde, wenn es geht, hier genug C4 platzieren, dann aber das MK2 C4 mit der höheren, dem höheren, größeren Sprengradius. Aufs Dach komme ich nicht so einfach. Sei denn, ich schaffe es, die alle wegzulocken, natürlich. Ja, hier ist auch alles ruhig. Gut wäre, wenn ich im Gebäude. Ich will mal gucken, ob da noch jemand im Gebäude drin ist. Denn wenn da keiner drin ist, könnte ich mich da drin verstecken. Muss ich erst da durchkrabbeln? Oder drüber? Dann lege ich mich mal dahin, hier hin, damit ich nicht entdeckt werde. So, dann schauen wir mal, ob da jemand im Gebäude ist. Ja, oder? Das ist jemand, der da durchläuft, ne? Ja. Okay, das ist der eben hier hochgelaufen ist. Es ist da durchgelaufen, kommt da wieder raus. Gibt es hier hinten irgendwo eine Tür? Nee, ne? Schade. Das Problem ist, ein Problem könnte halt auch noch dieser Zaun da vorne sein. Ich rüste hier mal wieder den Schneidbrenner aus. Was war das denn? Warum ruckelt das gerade so? Was ist das denn? Guckt euch mal die FPS an, was ist denn hier los? Da stimmt doch was nicht. Warum ist meine GPU bei 95%? Ich meine, ja, ich habe die Grafik ziemlich hochgestellt, aber gut, fast komplett auf Ultra, aber Nun, ich hoffe, die Aufnahme leidet nicht zu sehr darunter. Ah, es könnte auch wegen der Aufnahme sein, ja. Jetzt wo ich sag. So, wie weit? Okay, dann doch nochmal den. Wobei, ich kann auch den wegmachen. Sensor Hack möchte ich gern behalten jetzt. Nochmal den hier für die erhöhte Wurfreichweite. Toll, das hat ja gut geklappt. Ich kann halt leider nicht sehen, wo ich das Zeug hinwerf. Das bringt überhaupt nichts. Das ist viel zu nah.
unten liegt's. Eieiei. Ich müsste halt erstmal reinkommen, ne? Wenn ich drin bin, ist der Rest zweitrangig. Na, eigentlich nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. So, was habe ich natürlich den Kunden. Blendgranate brauchen wir hier nicht. Dann machen wir doch den Köder hin. Ich muss die jetzt erstmal alle vors Haus locken da. Hier ist alles sauber. Ja, hier ist auch alles ruhig. Das ist nicht vors Haus. Genau, das ist genau dahin, wo ich nicht hin will. Ja, das ist richtig. So. Ich suche immer noch. Gerade angefangen zu suchen. Ich suche immer noch. Nee, das ist ein verstärkter Zaun. Nein. Kann ich trotzdem durch? Ja, kann ich. Cool. Komm, komm. Geh durch. So. Nochmal eine vielleicht. Dann im Gebäude kann ich auch hochgehen, ne? Ich muss dran denken, dass ich noch kein C4 platziert habe. Oh, ich kann. Ich habe jemanden in Sicht! Oh, was machst du denn hier? Och man, da geht dahin mein Plan. Ja, komm, töte mich. Welchen Plan noch einer? Ja, wenn du es nicht machst, mach ich es halt selbst. Och man. Ich habe einfach gar nicht damit gerechnet, dass da noch jemand im Haus drin rumgammelt. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Gut. Der Plan war gut, die Ausführung. Meh. So, wo bin ich denn jetzt? Das Gebiet hier ist so verdammt groß. Da ist es. Oh, weißt du, was ich glaube, an der Straße entlang. Warum kannst du da nicht vorbei? Wenn ich es schaffe, ein C4 auf die... da oben auf den Gang zu werfen, könnte das auch schon genügen. Halt, hat ja nicht so gut geklappt. Nee, es klappt nicht. Verdammt. So, ich muss einen Test machen, ob ich da irgendwie reinkomme. Na, so nicht. Ob ich reinkommen kann, ohne halt den Schneidbrenner einzusetzen. Ich kann was ganz an. Ja, ich weiß, ihr entdeckt mich jetzt. Was? Feinde! Wir werden angegriffen! So. War das T4 wenigstens für etwas Nutze zu gebrauchen. So. Ich habe eine Idee. Also mein Hauptproblem vorne ist der Geschützturm. Wenn ich den ausschalten kann und dann warten kann, bis die Wachen sich wieder beruhigen. Ich könnte natürlich auch zusätzlich anstatt... Es ist mir zu viel Risiko. Ich weiß nicht, ob das als Sprengstoff zählt und will kein Risiko da eingehen. Schwer genug, das einmal zu schaffen. So, also den Geschützturm zerstören.
So. Dann abhauen. Und drauf warten, dass die sich wieder beruhigen. Und dann kann ich vorne rum da mein Ding machen. So. Es gibt eine Mechanik, dass die Gegner sich nicht beruhigen, wenn man zu nah dran ist. Ich hoffe einfach, ich bin weit genug weg. Ich bin ziemlich weit weg, ne? Das sind 290 Meter, also eigentlich müsste es genügen. Hast du das gehört? Das hat angehört wie so eine kleine, blöde Nervdrohne. Ich werde sie schon finden. Die müssen nicht irgendwo sein. Ich kann nichts finden. Aber irgendwo ist hier. Immer weiter vorgearbeitet. Bis zum direkten Treffer. Ja, ich bin auch immer noch hier. Ich schleich mal durchs Gras. Haben wir so einer Patrouille, wäre das so einfach gewesen. Wäre so schnell erledigt gewesen. Ich mache das dann gleich nicht mit C4, sondern mit einer Granate. So, die gehen wieder hoch zu ihren Aussichtspunkten. Ich glaube, die sind weg. Ich weiß nicht, Mann. Suchen wir weiter. Konzentriert euch. Das hier ist kein Kaffeekränzchen. Ja, da hat er recht. Das ist kein Kaffeekränzchen. Vielleicht doch nochmal mit der Blendgranate. Ich weiß, ich mache den Plan jetzt doch wieder anders, als ich es eigentlich wollte. Aber ich meine, jetzt gibt es ja kein Risiko mehr von der von dem Geschützturm da. Keine Ahnung, was das war, aber ich find's raus. Ja, geht's mal rausfinden. Ich pass auf dich auf, Mann. Auf der Seite ist er. Hier treiben sich feindliche Einheiten rum. So. Okay. Es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Verstanden. Wir halten die Augen offen. Okay, ich glaube, das klappt so nicht. Wir sind viel zu weit verstreut. Ich meine, den könnte ich... Der kommt ja zu mir, ne? Hören die das? Ich weiß es nicht, ob die das hören. Ich darf halt selbst nicht in dem Radius sein. Meine Augen, verdammt! Granate! Ja, und damit sind wir auf Level 20! Nice! Endlich! Und damit haben wir den Sturmsoldaten voll gelevelt. Dann schauen wir doch mal eben nach, was wir Feines freigeschaltet haben alles. Wir haben hier natürlich den Patch, den ganzen Gedöns hier. Waffen, eine NK3K Black. Muss mir nichts sagen, ne? Da verschiedene Embleme, Titel, Rollaupause für eine Auge Assault. Judge-Handschuhe, Judge-Oberteil, Judge-Hose, Judge-Weste und jetzt auch noch die Judge-Maske und eine Blaupause für eine AK-47 Assault und ATEX IX.
Ausstattungsfarbe. Nice. Dann schauen wir uns das mal an. Ach so ein Wolf-Gedöns ist das, ne? Ja. Das sind die... Die gab's früher, gab's sie nur im Raid. Jetzt kann man sie mittlerweile auch so freischalten. Das war vom Pfadfinder. Ah, bin ich froh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, wenn du dich genauso freust, dann hau mir schnell ein Abo rein und aktiviere die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.